Um mit dem Feldsanitäter von Level 10 auf Level 11 zu kommen, müssen wir auf Golem Island 40 Gegner töten, zweimal 6 Gegner am Heliport von Golem Island töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln, und einmal 3 Gegner kurz nachdem wir die Tarnung in Bauchlage verlassen haben. Ja, wie versprochen, spiele ich hier jetzt auf meinem Hauptcharakter. Und ja, hab den Skin ein bisschen angepasst und hab mir als Waffe die Vityas ausgesucht, denn die hat eine Reichweite, ja, die einem Sturmgewehr sehr nahe kommt. Gut, so, beim Heliport bin ich bereits quasi am Biwak vom Heliport. Dann schauen wir doch mal. 6 Gegner ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Ach, das Ding ist das. Der Heliport, wo nie ein Heli steht, ist das. Patrouillen laufen hier eigentlich auch immer ganz gut rum, so an der Straße. So dass wir dort die 3 Gegner, kurz nachdem wir die Tarnung in Bauchlage verlassen haben, relativ schnell erledigen können müssten. So, wir haben... Ich kenne mich natürlich jetzt noch nicht aus mit der... mit dem Bullet Drop. Ich habe drüber geschossen. Heilige Mutter Gottes. Welche war das, die wir vorher hatten? Die Vector. Hätte ich bestimmt müssen so drüber zielen, um den überhaupt zu treffen. So, hab natürlich wieder meine Lieblingsoptik. Die digitale Zieloptik. Digitalzieloptik. Drauf. Und ein erweitertes Magazin. Okay, an den Bullet Drop muss ich mich gewöhnen, denn der Bullet Drop ist auf die Distanz quasi nicht vorhanden. Krass. Sehr krass. Die Feuergeschwindigkeit, also die Kadenz, die ist natürlich nicht so hoch wie bei der Vector, leider. Wer empfiehlt das? Pling. Sehe ich den da irgendwie? Ja, da läuft er. Oh shit. Na toll. Ach, guck mal da. Hast Drohneneinsatz gestartet. Das finde ich aber nicht cool. Hä, wo ist der hin? Der ist doch gerade... Ist der in Deckung gerannt? Da ist er. Ah, ich gehe mal wieder da hoch. Nur zur Sicherheit. Da kommt die Drohne. Ich buddel mich mal ein. Ich hasse diese kleinen Drohnen. Andererseits könnte ich auch einfach meine Position mit einer Granate schützen. Ich sehe die nicht. Da war sie. Da. Okidoki. Komm. Oh, jetzt hängt. Sitze ich jetzt hier in dem Loch und komme nicht raus? Oh, shit. Komm hier hoch. Ist schlecht. Denn hier sehe ich fast nichts. Bisher nichts. Aber das ändert sich gleich. Ja, es ändert sich gleich. Da hast du vollkommen recht. Ich finde sie. Scheiße! Ist der andere? Oh shit. Oh shit. Shit. Ah. Heilige, ich sag ja, die KI von Sentinel und Wolf sind gleich. Aber die Sentinel sind halt die Sturmsoldaten. Die treffen nicht, wenn sie schießen. Und die Wolves sind halt echte Profis, was das Schießen angeht. Ich müsste mich verarzten. Wie viele habe ich denn insgesamt?
Keine Ahnung. Ich meine, ich habe die Waffe nicht gewechselt. Ich war nicht so schwer verletzt, dass ich die Waffe hätte wechseln müssen. Deine Drohnenteil. Ah, oh, das hat als Gegner gezählt. Ha, wie cool. So. Da. Die knallt halt gar nicht, ne? Oh Gott, nee, 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 nee. Nicht schwer verletzt werden, bitte. Denn wenn ich schwer verletzt bin, dann wechsle ich automatisch zur Pistole. Ist halt wirklich leise, die Waffe. Problem ist, die wissen, dass ich da bin. Ah, oh, toll! Oh. Die haben mich niedergemacht, ohne mich so schwer zu verletzen, dass ich die zur Pistole wechseln muss. Na gut. Aber kein Problem. So, wie weit haben wir denn? Wie weit sind wir denn jetzt? Noch einmal 6 Gegner ohne Waffe zu wechseln und Gedöns. Und dann sind wir frei in der Ortswahl. Erstmal holen wir hier oben wieder. Klettert doch da hoch, Mann. Holen wir hier oben erstmal wieder die Scharfschützen weg. Ich finde Vidyas ziemlich cool, muss ich sagen, bisher, aber ich kann mich mit dem Sound nicht anfreunden. Ich muss gleich mal gucken, wie die sich anhört ohne Schalldämpfer. Kann die ja auch nicht so besonders laut sein eigentlich. Und die Kugeln fliegen relativ langsam, ne? Die haben eine relativ niedrige Mündungsgeschwindigkeit. Was dann natürlich auch die Lautstärke erklärt. So, das waren 4. Fünf. Schaden, eine Suche einzuleiten. 6. Die Drohne von seinem Rücken noch abgeschossen. Gut, so, damit hätten wir das. Dann fehlen uns noch 3 Gegner, kurz nachdem wir die Bauchlage verlassen haben. Das würde ich an für sich am liebsten mit so einer Patrouille machen. Wäre, glaube ich, am einfachsten. Und dann einfach nur noch Gegner grinden. Aber ich will jetzt wissen, wie die sich anhört. Ich finde den Sound nicht gut bei der, also das nicht befriedigend, sagen wir so. Ob der Sound realistisch ist oder so, weiß ich nicht. Oh komm, du armes Tier, steckst im Baum fest. Ich erlöse dich. Ja, also ob der Sound realistisch ist, keine Ahnung. Darum geht es mir auch nicht. Es geht mir nur darum, dass, ja, das klingt nicht befriedigend. Keine Gegner hier so an der Straße, ne? Na gut, dann schnappe ich mir das Auto und fahre einfach mal die Straße entlang. Jetzt kommt ein Auto. Würden die auch zählen? Kriege ich das schnell genug hin? Nee, kriege ich nicht. Oh Gott, der braucht viel zu lang. Und jetzt Auto weg. Toll. Und jetzt kommen sie wieder zurück. Und ich bin natürlich. Wird dich umlegen! Boom ins Schwarze! Jo, boom ins Schwarze, ganz genau. Oh Gott. Hinlegen. Tarnung und Bauchlage. Komm, 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 schneller. Oh Mann. Shit. Das hat nicht mehr gezählt. Ich sehe die.
Warum können die mich sehen? Wollt ihr mich verarschen? Warum können die mich denn sehen? Ich sehe gar nichts. Und die sehen einfach durch die Fauna durch. Durch die Flora ist das, ne? Durch die Flora. Durch die Pflanzen, ne? Die gucken einfach durch die Pflanzen durch und ich werde behindert. Durch die Pflanzen, durch die Farne. Durch die Fahne und Blätter und Bäume. Und Äste und was auch immer. Das ist auch was, was ich hasse an Spielen, aber das kriegen halt auch nur wirklich sehr wenige Spiele gut hin. Aber wir haben immerhin ein paar Gegner noch für den 40 Gegner Grind. Und dann suche ich mir mal eine schöne Dreierpatrouille. Die mir behilflich sein kann. Jetzt kommt mir bestimmt gleich ein Auto mit Minigun entgegen und dann war's das wieder. Was habe ich gesagt? Scheiße. Fuck. Und noch eins, toll. Wenn man mal eins braucht, kommt keins und dann... So. Genauso mit den Patrouillen. Da ist einer. Das sind sogar vier Gegner. Dann lege ich mich mal hier hin. Da steht, kurz nachdem ich die Tarnung und Bauchlage verlassen habe. Okay. Die Frage ist, wie schnell ist kurz? So. Das war's. Alles klar, nice. Hat geklappt. Und jetzt einfach noch 13 Gegner töten. Gut, dann spazieren wir einfach ohne Auto hier rum. Werden schon wieder ein paar Autos kommen. Ich meine, ein Auto sind fünf Gegner hier auf Golem Island. Ich würde gerne einen Maul-DA-Laser hier in die Waffe machen, aber es geht nicht. Schade. Sehr schade. Den Maul-DA-Laser sieht man so gut. Der ist so schön dick und grün. Ah, da kommt ein Gegner-Auto. Setze ich mich mal einfach hier in den Busch. Problem ist, ich sehe nichts. Tod, hörst du? Ich hab getroffen! Ach, hast du? Hast du nicht. Lügenbold. Waffen hätte ich mich mal noch können. Da kommt ein Auto. Hör auf, ich kann es nicht abbrechen. Ich kann es nicht abbrechen. Guten Tag. Oh shit. 20.000. Volltreffer. Huiuiui. Ab in den Busch. Heieiei. Bös verletzt. Aber wir haben es. Noch drei Gegner und dann haben wir es. So. Spritzchen rein. Brauchen wir nicht. Alles gut. Nachladen. Nachladen. So. Drei Gegner. Und dann haben wir es. Ich höre doch die ganze Zeit da Wolves labern irgendwo. Ich sehe die auch nicht. Die Wärmebildsicht ist halt komplett unbrauchbar. Hier. Und das waren die drei. Damit sind wir auf Rang 11. Sehr schön. Nice.